Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, wir chillen heute mal wieder an BMG und wie man es vielleicht auch erkennen kann, probieren wir heute mit Autos auf Zielscheiben zu springen und man sieht links eingeblendet, es gibt unterschiedlich viele Punkte und mal schauen, was wir so als Topscore schaffen. Am Anfang habe ich hier diesen Corse-Targa ausgewählt und wir starten direkt rein. Ich bin mal gespannt. Wir probieren hier erstmal das in der Mitte zu hitten. Ich weiß nicht, wie schnell man dafür sein muss. Wir machen einfach mal Vollgeschwindigkeit, so 180. Ja, ein bisschen zu weit rechts. Ja, aber gut. Ja. Also ich würde sagen, somit stark. Mit 160 einfach geradeaus. Könnten wir das hitten? Jo, da ganz hinten gibt es einfach auch noch eins. 150 waren das, glaube ich, ungefähr. Ich weiß nicht, ob das zu. Ja, das war ein bisschen zu wenig. Stark. Ja, okay. Schaffen wir es? Ja, ich brauche irgendwie so 160, 170 km/h. Jetzt war ich ein bisschen schneller. Oh, der könnte was werden, der könnte was werden. Lol, ich hab's gehittet. Krieg ich irgendwie Punkte angezeigt? Ah, okay. Genauigkeit 200, Ziel 305, 500. Wir haben schon mal ein Bronzeabzeichen, das glaube ich darstellen. Geschafft. Mal schauen, können wir noch irgendein anderes hitten? Da rechts ist eins. Ja, mal schauen, ob wir es schaffen, das zu hitten. Oder das kleine da links. Aber ich würde erstmal auf das da rechts oben gehen. Oh, die Kameraperspektive, ey. Jo, wie close. Also das können wir auf jeden Fall gut hitten. Das Ziel wird natürlich, hier so eine goldene Marke zu bekommen. Das war vielleicht ein bisschen zu übereifrig. Ja. Ernsthaft. Okay, ich bin ein bisschen lost. Ich hole euch mal dazu, wenn wir es schaffen hier. No, wie close. Okay, der sieht gut aus, der sieht gut aus, der sieht gut aus. Ey, ich hab for real nur diesen Tower, sag ich mal, getroffen. Also diesen Strommast. Oh, der ist gut, der ist gut. Ey, wir haben es genau getroffen, meine Freunde. Genau in die Mitte. Okay, wie viele Punkte bekommen wir dafür? Lol. 900 Punkte. Also, wir hätten schon mal perfekt hier eine Goldmedaille. Aber ich würde sagen, wir probieren das Ganze nochmal mit ein paar anderen Autos. Und dafür nehmen wir hier den Bruckle und nehmen die Drag-Variante. Ich denke, der wird relativ schnell werden. Und vielleicht sieht man hier meine Maus. Das Ziel ist jetzt, auf den 500er zu fliegen und vielleicht sogar auf den 400er da hinten. Weil bis zu dem ganz nach hinten kommen wir nicht. Und vielleicht schaffen wir es auch, den zu holen. Also, ich bin mal gespannt. Wir machen hier auch das NOS an, also das N2O. Und wir probieren erstmal den kleinen hier, der nicht so weit weg ist. Ich weiß nicht, wie schnell man da sein muss. Hier so mit 150. Okay, also 150 ist viel zu schnell. Ich würde mal so 100 probieren. Oh. Okay, knapp vorbei. Aber so ein bisschen mehr als 100 km/h sind anscheinend ganz gut. Okay. Ernsthaft. Jetzt bin ich zu weit. Ich bin zu weit links dran vorbeigesprungen. Ah. Ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn ich hier von hier oben direkt so anfahre, dass ich sehe ungefähr, wo ich hinspringen muss und dann somit ein bisschen mehr als 100 km/h. Ja, so irgendwie könnte was werden. Das sieht gar nicht so. Zählt es? Oh. Ich glaube, ich probiere es jetzt mal richtig weit hier rüber zu fahren. Und dann einfach schön gerade hier entlang zu jumpen. Okay. Das war ein bisschen zu gerade. Oh. Oh, meine Freunde, habe ich den mit dem Hinterrad jetzt berührt oder zählt? Das zählt nicht. Oh. Ey. Wir haben es geschafft. Wir haben es gehittet, meine Freunde. Okay, wie viele Punkte kriegen wir dafür? Ja, dafür hätten wir ein silbernes Abzeichen
bekommen. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen, da links hin zu jumpen. Vielleicht sieht man das ja da links. Da müssen wir wahrscheinlich Vollgas jumpen. Und am besten nicht das Auto verlieren. Also von der Geschwindigkeit war das gut, wird es ein First Try. Okay, von der Geschwindigkeit war es eigentlich ganz gut. Ich muss ein bisschen weiter nach links und wenn ich die Reifen dann nicht zum Durchdrehen bringe am Anfang, dann könnte es sogar was werden. Ja, Richtung gut, Geschwindigkeit zu wenig. Okay, der war ja mal viel zu weit rechts. Okay, meine Freunde. Es sieht ganz gut aus, es sieht gut aus. Oh, sogar relativ weit in der Mitte getroffen. Wie viele Punkte kriegen wir? Ja, 700 Punkte. Das wäre auch eine Silbermedaille. Ich würde sagen, wir nehmen hier nochmal ein anderes Auto, denn wir probieren jetzt mal mit dem Hero Bus bis nach da ganz hinten zu jumpen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können, denn es ist halt echt sehr weit weg. Aber wer es nicht wagt, der kriegt es wahrscheinlich dann auch nicht hin. Okay, hier schön abspringen. Ja, du sollst dich nicht so hochdrehen, Kollege. Das klappt doch sonst nicht. Oh. Ja, ich glaube, das müssen wir nochmal tryen. Das Ziel wird jetzt einfach werden, möglichst viel Geschwindigkeit aufzubauen und dann den Boost zu halten, weil der Bus irgendwie so nach oben kippt. Und das ist das, was wir eigentlich nicht wollen. Ja. Du kippst den in die falsche Richtung, Kollege. Ja. Also ich denke mal, mit dem Bus wird das auf jeden Fall nichts. Aber meine Freunde, ich habe hier den Knallhart am Start. Und damit probieren wir jetzt mal das rechts. Das sieht man von hier aus, das da vorne unten. Das, ich meine die Zielscheibe, ich bin gerade ein bisschen lost, sorry. Zu treffen. Und ich bin mal gespannt, ob das was wird. Okay, das war... Ich wollte noch weiter nach rechts lenken. Also die Geschwindigkeit ist perfekt eigentlich. Wir müssen nur weiter nach rechts. Ja. Das Auto wobbelt so ein bisschen, wenn man schneller wird. Deswegen ist es nicht ganz so easy. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Hitten wir das noch? Ja, wir waren ticken zu langsam. Gute Flugkurve. Gute Flugkurve. So. Yo! Das hat einfach gezählt. Ich bin mir nicht sicher, was wir bekommen haben. Aber ich bin ja auch irgendwie aus Versehen rausgegangen. Wir sehen uns gleich wieder. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich glaube, es war sogar eine goldene Dingens. Ihr seht das ja im Video. Ihr könnt ja einfach auf Pause klicken. Das letzte Ziel wird jetzt, dass wir es schaffen, die Zielscheibe ganz hinten zu erwischen. Dafür brauchen wir echt ein schnelles Auto. Deswegen würde ich sagen, probieren wir das mal mit dem Königseck hier. Ich glaube, der hat sogar eine ganz krasse Beschleunigung. Wenn es nicht klappt, können wir davon noch eine andere Variante nehmen oder eine Straight Pipe, einfach nur, damit es sich cooler anhört. Und ich würde sagen, wir ballern direkt rein hier, ne? Ich frage mich, wie man so weit springen soll. Das macht ja gar keinen Sinn. Starke Sache. Ich würde sagen, aber wir machen zum Ende, weil ich jetzt denke, dass wir das nicht schaffen. Nehmen hier so einen fetten Lader und probieren einfach mit dem mal das kleinste Ziel hier ganz am Anfang zu holen. 150 km/h, der ist viel weiter geflogen, als ich dachte. Okay, letzter Versuch hier, meine Freunde, das hier vorne zu hitten. Wir bremsen schön runter. Und? Das zählt, oder? Ja, das muss zählen. Das haben wir gehittet. Let's go! Dafür haben wir zwar nur eine Bronzemedaille bekommen, aber ich würde sagen, das soll es vom heutigen Video gewesen sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich habe irgendwie gerade einen Sprechfehler, das tut mir leid. Und dann sehen wir uns morgen auch beim nächsten Video wieder und
allen noch einen schönen Valentinstag. Das Video kommt zwar am 15. on, aber ja, ich habe es letztes Mal vergessen. Sorry. Ciao.